Also natürlich auch, wenn ich aufnehmen will, ist es natürlich interessant, wenn man dann einschaltet, dass man aufnehmen will. Also das Ganze jetzt nochmal. Es gab am Anfang Probleme, deswegen bin ich ein bisschen verzögert, beziehungsweise ein bisschen verspätet. Ich musste meinen Rechner neu starten. Das hat nicht so funktioniert, wie es sollte, beziehungsweise es hatte mir mal wieder das Mikrofon rausgehauen. Das liegt an diesem schönen Headset, das ich hier habe. Ja, ich musste neu starten, das hat einen Moment gedauert, dann mussten ein paar Sachen hochgefahren werden und. Ihr kennt das ja mit Sicherheit alle, wenn euch das mal passiert und deswegen etwas verspätet. Aber jetzt bin ich da, jetzt schaue ich zu. Nein, jetzt höre ich zu. Nein, ich höre auch nicht auch zu. Weder schaue ich zu noch höre ich zu. Ich spiele nämlich für euch und wir werden dafür mal in den Spielebereich gehen. Hier muss ich gerade noch mal eine kurze Änderung vornehmen. So, gut. Ich hoffe, dass der Sound auch bei dem Spiel zu sehen ist. Deswegen blenden wir jetzt mal in den Live-Bereich rum. So, ihr seht hier das Spiel, das wir heute spielen, nämlich Eye of the Beholder. Da machen wir weiter. Wir hatten letzte Woche ja aufgehört. Ich hatte da mir mein Pünktchen gemacht, wo wir heute waren. Nein, wo wir heute starten, so rum. Ich bin ein bisschen verwirrt. Das passiert mir jedes Mal, wenn ich Probleme habe mit dem Rechner und ich dann aus meinem Konzept rausgeworfen bin. So, jetzt kriege ich mal das Sheet. So, okay. So, wir waren zuletzt in der Ebene 6 und hatten uns da relativ am Anfang in einen Bereich gebracht, wo wir, ach, wie heißt's? Wo man, wo wir uns, ja, wo wir kampieren konnten, genau. So, jetzt habe ich's. So, und wir gehen jetzt von hier. Das ist der Raum. Also, wenn ihr in der Ebene 6 seid und ihr habt Karten, dann ist das der Raum. Ganz oben, ganz auf der rechten Seite, das ist der Raum. Und von da aus gehen wir jetzt langsam nach unten und werden uns dann entsprechend in dem ganzen Vorarbeiten. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, funktioniert zumindest der ja, zumindest der Ton, der funktioniert, also auch im Spiel. Muss ich mal gucken, das ist wahrscheinlich der falsche Schlüssel. Ja, genau, den haben wir nämlich nicht. So, dann gucken wir mal hier nach links. Es ist ganz lustig, man hat einen Schurken dabei, der Schlösser knacken kann und er kann sie nicht knacken und man kommt nicht in die Tür rein. Gut, in der Tür käme ich in einen großen Raum, aber den kriege ich auch auf der anderen Seite, wenn ich denn da durchkomme. So, wir gucken uns mal hier, das ist der letzte der drei Räume, die sehen alle gleich aus, aber wir sollten trotzdem mal, ich denke mal, das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, also da sind wir reingekommen. Von der, wir sollten mal gucken, ob wir hier irgendwo eventuell einen Schlüssel liegen haben. Da ist ein Ei. Wir können das Ei mal mitnehmen, falls wir irgendwo noch Platz haben. Ah, haben wir noch Platz? Gut, dann packen wir das da rein. So, dann gehen wir mal nach hinten. Ach nee, das müssen wir ja nicht. Wir müssen das so. Wir machen mal das heilige Symbol drin, damit wir hier uns mit Nahrung erschaffen. Mal alle wieder auf die Nahrung bringen. So, das ist auch nichts. So, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Hier kommen wir in einen Raum, von dem drei Wege abgehen. Einmal da, einmal da. Ah ne, da gehen sogar. Wieso gehen da? Achso, doch, da gehen vier Wege ab. Klar, den, wo wir reinkommen und an jeder Wand geht auch geht ein Weg ab. Wir kommen von hier rein und ich würde sagen, wir machen als erstes mal diesen hier. Da ist eine Tür. Ja, ich habe mit Türen so meine, hingeht so meine Bewandtnisse schon in diesem Spiel gehabt. Und deswegen lassen wir das und machen hier zu und klicken auf Tür auf und gucken einfach mal. Gespeichert ist nie schlecht. So, jetzt, da ist eine Platte. So, wenn wir da in die Platte gehen, dann kommen von links und von rechts Pfeile. Und deswegen mache ich das jetzt ganz schnell. Zack, haha, wir sind gar nicht dämlich und haben uns diese Pfeile geholt. So, der Vorteil ist nämlich, jetzt können wir damit im Endeffekt die. Hier haben wir ja schon Pfeile. Warum habe ich das eigentlich? Habe ich eigentlich schon nicht dran gedacht? So, genau, so.
Das können wir lassen. Der Vorteil ist, dadurch, dass wir jetzt noch ein paar Pfeile haben, können wir hier das machen. Dann machen wir es so. Dann machen wir das Ganze einfach nämlich so und packen dahin, wo wir noch. Gut, das war nur die. Also haben wir jetzt noch ein paar Pfeile. Das heißt, wenn zum Beispiel der hier nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so will, wie er soll, dann können wir ihm die Waffe rübergeben, können von da aus dann werfen und haben entsprechend genügend Kapazität. So, aber ihr seht, manchmal sind Bodenplatten, die man hat, nicht nur dafür gedacht, dass man Türen auf und zu kriegt, beziehungsweise ja, dass sie sich meistens schließen und zwar hinter einem, sondern das gibt manchmal auch die Möglichkeit, dass man Dinge bekommt. So, wir gehen jetzt hier weiter. Ah, da kommt einer. So. 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 So einfach geht das. Da haben wir die weggemacht. So, jetzt müssen wir natürlich mal ganz schnell unsere Leute wieder ausrüsten. Falls sich die überlegen, doch nochmal zurückzukommen. Das wäre natürlich dann nicht ganz so gut, weil dann hätten wir nämlich jetzt gerade massiv Nachteile. Aber wir haben, was wir wollen. So. Zack und zack und zack, so. Zack, zack. So, der bekommt jetzt natürlich auch wieder. Also, hier haben wir noch einen Pfeil. So, dann gucken wir mal um die Ecke. Zack. Da scheint aber jetzt gerade nichts zu kommen. Deswegen können wir hier gerade mal schnell einsammeln. Nochmal. Nochmal. Ich habe. Es gefällt mir ganz und gar nicht hier. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist bewusstlos. Ja, das ist mir auch klar. Aber den kriegen wir hin. So, jetzt gehen wir zurück in den Raum. Machen hier die Tür zu und machen hier erstmal ein Camp. Aber vorher machen wir wieder den Tausch zwischen den beiden. Hier geht's auf Ausruhen und ja, so einfach ist das. Ach ja, im Übrigen, ich hatte es vergessen gehabt, deswegen mache ich es jetzt schnell. Ein Hallo geht natürlich an alle die raus, die mir von draußen zuhören. Heißt also zum Beispiel die Xaotina, die Lady Asmodana und unser Kistenkater, der mir hier wieder sehr schön beigestanden hat und mir gezeigt hat, so und so sieht die Sache aus. Was ich lustig finde, ist, dass ich weiß, dass drei Leute da sind und trotzdem werden mir nur zwei Leute angezeigt. Ja, ich weiß, es wird immer gesagt, man soll nicht auf die Zahlen gucken. Ich gucke auch eigentlich nicht auf die Zahlen, aber es ärgert mich trotzdem, dass ich das so nicht angezeigt bekomme. Deswegen werde ich jetzt gerade nochmal ganz kurz hier eine ganz kurze Veränderung vornehmen und nochmal gucken, dass das funktioniert. So, jetzt machen wir das so. Ja, wird jetzt gleich wieder Werbung abgespielt, das ist mir noch klar. Oder auch nicht. Ja, doch, funktioniert. Gut. Wird nicht gemacht, er hat mir es nicht angezeigt, aber. Ihr dürftet zwischendrin wieder Werbung kriegen, das ist ja normal, das kennen wir ja bei mir. So. Also, jetzt sind wir da, da ist ein Raum. Da gucken wir mal, was wir hier drin haben. Entschuldigung, ich musste kurz husten. Da fällt mir nämlich ein, jetzt habe ich extra vorhin meinen Mann gefragt, ob ich mir eine Flasche zu trinken von ihm kriege. Weil ich nämlich nichts mehr zu trinken da hatte und mir auch keine Lust hatte, mir jetzt was zu machen. Und dann habe ich vergessen, die mir zu holen. Naja, so kann es gehen. So. Wir sind da. Gut, wir machen jetzt als erstes mal. Wollte ich gerade sagen, wir machen jetzt als erstes mal hier durch die Tür, aber da kommen wir gar nicht hin. Okay. Jesus. Ah, Service, wir haben Service, wir haben Service, ist Service. Der Service ist hier sehr schön in diesem Haus. Hier komme ich auf das her. Oder willst du Multi haben? Nein, 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 ich nehm Orange. Ich nehme Orange. Ja. So, Dankeschön. Ja. Ja, weil falls ihr euch jetzt wundert, warum ich hier so stehe, erstmal mache ich mir gerade die Flasche auf und trinke was. Und zum anderen Mal werde ich gerade von meinem Mann umarmt. Und
Das genieße ich mal klar. Ganz schön. Machen wir viel zu wenig. Viel zu selten. Ich habe jetzt schon dreimal gesagt, seit dein Bett da drüben steht, Ja. dass wir ruhig meinen Schreibtisch hier hinstellen können. Ich weiß nur, dass dich meine Musik stören würde. Ihr habt jetzt gerade das Thema gehört. Ich werde euch demnächst darüber ein Update geben, wie wir darüber verblieben sind. Aber diese Aussage müssen wir definitiv noch einmal eingehend bereden. So, aber jetzt machen wir weiter im Spiel. Ich habe was getrunken, ich bin umarmt worden und deswegen können wir das jetzt mal. Gut, so. So. Gut, also, wir sind jetzt. Ja, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Achso, ich bin wieder in dem Raum, wo ich. Hä, da war ich doch gerade eben schon mal. Wieso bin ich jetzt schon wieder hier? Oh, nee, da bin ich. Hä? Ich bin jetzt da rein, bin dahin. Ich bin abgebogen. Ja, klar. Ja, so. Hier ist eine. Nein, da ist ein Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Ja, Schlüssel. Schlüssel sind immer gut. Das wissen wir ja. So. Da ist eine Tür und da ist eine Tür. Da ist eine Tür, die geht nach X4. Also sie geht hoch. Das heißt, jetzt hätten wir da die Tür, wo wir vorhin runtergekommen sind und standen hier und kamen nicht rein. Hier kommen wir jetzt rein. So, jetzt haben wir hier aber eine Tür mit einem Schlüssel. Genau. Gar nicht so schlecht, aber da geht es nicht weiter. Sehr interessant. Gut, okay. Also gehen wir den Weg zurück. Gehen da lang. So, jetzt sind wir auf diesem Rack. Jetzt machen wir nach da. Zack, zack. Gehen nach da. Und hier ist eine Tür. Aber kein Türschloss. Das ist aber sehr ungewöhnlich. Also ich habe bis jetzt erst eine Tür gefunden, in der ein Türschloss war. Das heißt, diese Türen kriegen wir nur von der anderen Seite auf. Das heißt, wir müssten jetzt zurück und müssten dann entsprechend dahin, wo wir die Tür aufkriegen. So, das. Oh, da, was ist denn das? So, wer ist aufgestiegen? Almena, unsere fleißige Bogenschützin ist eine Stufe aufgestiegen. Das ist sehr schön, finde ich. So, zack, das ist ein Stein, aber der kommt auf den letzten Punkt. So, gut, dann kommt das, da kommen jetzt hier die zwei Pfeile hin, zack und zack. Da ist noch ein Dolch, der geht eins weiter, zack, kommt dahin, perfekt, sehr schön. Gut, aber jetzt machen wir erstmal wieder. Was wir schon regelmäßig machen sollten. Ich propagiere es ja immer wieder. Wir hatten es jetzt gerade gestern im Stream. Da habe ich ja morgens gestreamt und hatte insgesamt gesehen 3,5 Stunden Stream. Und da hatten wir das Thema ja auch mit dem, man muss mal ab und zu auch so. Ab und zu auch mal speichern, weil man sonst ganz, ganz schnell in einen Punkt gerät, der gar nicht so gut ist. So, das ist da, wo wir rausgekommen sind. So, dann gehen wir jetzt einmal mal diesen Weg hier ab. Da ist noch ein Durchgang. Der kommt auf Q3. Oh, was ist das? Ihr stört eine dunkle, bekleidete Figur. Zuerst erstaunt erkennt ihr, dass sie. Ihr habt ja keine Ahnung. Ach so, okay, also ich lese den Text mal vor und zwar ordentlich. Also, ihr stört eine dunkel bekleidete Figur. Zuerst erstaunt erkennt er euch. Ach, ihr Waterdeeps Retter der Woche. Ihr habt ja keine Ahnung, wie viel schon vor euch geschickt wurden, die Wahrheit über das Böse im Untergrund herauszufinden. Na denn, ihr gemieteten Erlöser, lernt nun von meiner weiten und profunden Wissen. Xanatar hat Waterdeep seit Jahren unterminiert.
ist Waterdeep erst genügend geschwächt, wird er seine Horden in den Kampf mit der ahnungslosen Stadt senden. Der einzige Weg, Sanatars Aufenthalt aufzuhalten, wäre, ihn zu töten. Doch ohne den Stab der Sivias ist es so gut wie unmöglich. Soweit ich weiß, besitzen die Zwerge dieses magische Artefakt. Doch sie wissen nicht, was es vermag. Die Dunkelelfen wissen von der Macht des Stabs, doch nicht, dass er gegen Xanatar verwendet werden kann. Ihr seht, dass der Stab einer der wenigen Waffen ist, die dem Betrachter schaden können, denn er würde aus dem Stiel eines seiner Augen gefertigt. Dumme Dunkelelfen, sie sollten Xanatars Verbündete sein, doch sie planen, die Zwerge auszulöschen, den Stab zu stehlen und damit die Stadt der zu überfallen. Dies jedoch würde die Herren von Waterdeep davon überzeugen, da, wie groß die Gefahr aus dem Untergrund ist und dadurch Xanatars Eroberung verzögern. Nun muss ich also die Dunkelelfen aufhalten und Silvas Stab für mich bekommen. Ihr seht, Freunde, ich habe nicht die Absicht, Xanatar aufzuhalten, bevor er Waterdeep... Was? Ich habe nicht die Absicht, Xanatar aufzuhalten, aber... bevor er die Stadt erobert hat. Nach dem Streifzug wird er am schwächsten sein. Erst dann schlage ich los. Xanatar wird in meiner Gnade und Waterdeep in meinen Händen sein. Ich kann natürlich nicht zulassen, dass ihr Xanatar vor dem Erobern Waterdeeps abhaltet. Ich muss nun noch Silvas Stab bekommen und euch ohne Frage umbringen. Ja, ja, so einfach ist das. Das hängt nämlich aber auch nur so. Hallo, kann ich zum Beispiel meine Maus haben? Danke. Ups. Scheiße. Okay, da können wir hier aufhören. Ich lade den alten Spielstand wieder hoch. Ich weiß jetzt noch nicht, wo wir waren, aber... Ah doch, wir waren hier. Genau. Vor links, also gehen wir jetzt erstmal hier durch. Ach so, da waren wir ja schon. Okay, gut. So. Das heißt, wir gehen jetzt... Nein, da waren wir schon. War das hier? Nee, das ist der Raum da. Gut. So. Ah, jetzt sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Genau. So. Wir werden das jetzt ganz einfach machen. Erstmal werde ich hier alle ausruhen. Gut. Wir werden speichern. Und dann werden wir zusehen, dass wir diesen Magi aus seiner Dings kloppen. So, zack. So. Vorlesen tue ich das Ganze jetzt nicht nochmal. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben ihn besiegt. Ja, ja. Der Magier ist tot. Zwar ist unsere Heilerin gerade etwas angeschlagen, aber bevor jetzt irgendwas passiert und wir das Ganze hier verbocken, gehe ich hin und werde jetzt erst einmal schnell das Ganze sichern. Wir werden unsere Leute ausrüsten wieder. Und dann werden wir zusehen, dass wir
erstmal eine Heilerrunde machen. Aber das war ja jetzt wirklich gut, eine schriftvolle Person aufhalten. Ich weiß, dass wir irgendwo noch einen Magier finden werden. Das weiß ich. Das hatte ich schon mal mitgekriegt. Aber das ist. Langsam geben mir die Magierrollen massivst auf den Geist. Also ich schleppe die immer mit mir rum und kann sie eigentlich nicht gebrauchen. Weil die, ja, weil ich kein Magier habe in dem Sinne. So, jetzt gehen wir hier noch hin, dann kriegt sie das. So. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserer. Ah, da haben wir. Was ist das? Ein extra Heilungstrank. Sehr schön. Den können wir natürlich nur nicht für unsere Magierin benutzen. Nein, für unsere Klerikerin benutzen, weil die ist bewusstlos, die kann also keine Tränke zu sich nehmen. So, dann haben wir da. Aber die nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack und zack. So, und jetzt machen wir hier einmal auf und heilen. Ja, so. Jetzt müssten wir eigentlich, wenn wir hier raus sind, müsste. Ah, nee, die ist immer noch bewusstlos. Okay. Machen wir weiter. Mal gucken, wann sie. Jetzt ist sie wach. So, das heißt, jetzt machen wir bewusstlos, jetzt machen wir heilen und jetzt werden die nämlich hochgeheilt. Aber es ist lustig, sie spricht Heilung auf sich selbst. Sowas aber auch. Aber wir sehen, wir haben schon eine sehr gute Gruppe. Man muss nur, manchmal muss man Sachen zweimal angehen. Dann klappt das auch. Und man kann entsprechend agieren. Für die Leute, die übrigens in meinem Streamingplan geguckt haben und festgestellt haben, Moment mal, da stand doch die ganze Zeit 2 Stunden drin und heute stehen jetzt nur noch 1,5 Stunden drin. Ich werde ein bisschen kürzer machen. Das liegt aber einfach daran, dass ich noch einige Sachen zu tun habe und deswegen habe ich mir halt überlegt, ich mache halt einfach mal ein bisschen kürzer. So, jetzt geht's hier lang und wir gehen jetzt hier durch. So, genau. So, ein großer Raum. Und in diesem Raum waren wir schon mal, denn. Ah nee, doch, wir waren in diesem Raum schon mal, klar. Beziehungsweise nein, wir waren in der Nähe dieses Raums schon mal, so rum. Und zwar ist das jetzt. Ah, hier haben wir noch ein Ei. Also, wenn ich jetzt in WoW wäre und wir hätten Ostern, das haben wir ja bald, dann würde ich jetzt sagen: Ei, Ei. Mein Mann weiß, was ich meine. Das hatten wir früher mal so. Also in dem Raum waren wir. Gut. So, man sollte immer gucken. So, Moment. Ich bin da. Ah, ich bin da. Q3. Das wäre hier. Q3. Was ist Q3? Ah, das ist, wo man von oben runterkommt. Ah, nein, da. Siehst du, seht ihr, da wären wir von oben runtergefallen, wenn wir in der fünften Ebene reingegangen wären. Also waren wir in diesem Raum schon mal, aber wir haben ihn wieder verlassen. So, also in diesem Raum ist jetzt nichts. Jetzt sind wir da lang gegangen, wir sind da lang gegangen, also gehen wir jetzt wieder dahin zurück. Und da ist das Schlüsselloch. So, und auch wenn ich gerade erst gespeichert habe, aber ich bin Vorsicht, denn Vorsicht die Mutter der Porzellankiste, gerade bei Spielen, wo man immer nur einen Spielstand hat, was mich tierisch ärgert bei diesen alten Spielen. So, dann nehmen wir den Schlüssel, stecken ihn in das Loch, machen die Tür auf, gehen hin und da kommen auch schon die Angreifer. Boah, wisst ihr, dass ihr mit eurer Magie auf den Geist geht? Ach Mann! Verdammt! So kann man ja. Ah, deswegen. Okay. Gut. Dann müssen wir das Ganze anders machen. Ich mach mal neu laden, weil das bringt mir jetzt so nichts. Ich würde so massivst draufgehen. Und das wäre nicht der Sinn der Sache. Das heißt, ich muss jetzt rein und muss mich vorne in den Weg stellen, dass von da keiner kommen kann. Ah, deswegen. Da ist noch einer. Wo kommt denn der jetzt her plötzlich?
Also sowas aber auch. So. Zack. 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 So. Das geht ja mal ja nicht. Das ist ja mal so richtig so. Huch. Dahin will ich doch. So. Da hat man, da habe ich doch glatt einen übersehen. Das kann doch aber gar nicht sein. Ich hatte doch alle ausgeschaltet da schon. Na gut, machen wir mal ganz vorsichtig hier die Tür zu. Sicher ist die Mutter der Porzellankiste. So, jetzt machen wir das ganz einfach. Deswegen sind nämlich auch da vorne die ganz so ganz schnell umgenietet worden, weil wir im Endeffekt das Problem hatten, dass wir von der Seite angegriffen worden sind. Ich hatte mich schon gewundert gehabt, weil nämlich eigentlich rein theoretisch hätte das gar nicht passieren dürfen, weil die kommen ja nur von vorne, die drei, und nicht von hinten. Aber es sind drei und das ist halt das große Problem bei der Sache. Wir werden es jetzt nochmal probieren. Mal gucken, wie wir es hinkriegen. So. Ja, das haben wir doch vorher gut hingekriegt. Und unsere Schurkin ist auch ein Dings aufgestiegen. Den Stab brauchen wir nicht, den lassen wir hier liegen. Das Essen nehmen wir auf jeden Fall mit. Wobei wir langsam aber sicher jetzt massiv Platzprobleme bekommen. Weil wir einfach zu viel Zeug haben. So, ja, da müssen noch weiter hinten zwei Stück sein. Gut, aber das kriegen wir hin. Zack, den Dach hin. Den dahin und den kriegen wir nach da. So. Dann kriegt jetzt die ihre zwei Steinchen wieder. Den nehmen wir. Der kommt hier rüber. Ups, das war jetzt in die falsche Richtung. Ach, jetzt haben wir in die falsche Richtung agiert. So. Zack. Aha, der nützt uns also gar nichts. Das heißt, dann kann man den Speer hier eigentlich rausschmeißen. Und kann den. Oh, der macht mir das ganz einfach so. Der kriegt den Stab. Er bekommt. So, hier müssen wir jetzt vorsichtig sein, denn es kann hier jetzt durchaus passieren, dass wir hier ein paar mehr Leute finden, als wir eigentlich, also dass hier ein paar mehr Leute unterwegs sind, als wir hofften, also dass gehofft wird. So, da haben wir noch einen Stein, den packen wir dahin. So, dann ist der völlig ausgerüstet. So. Weil wir sind jetzt in einem großen Raum, in dem viel los sein kann. So, aber ich werde jetzt erstmal, bevor wir hier weitermachen, mal kurz eine Speicherung machen. Dass, falls da irgendwas passiert, wir wissen, aha, hier geht's weiter. So, da haben wir nämlich noch ein paar Sachen, die hier hingefallen sind. So, das heißt, der hat. Wobei, ich mache das jetzt mal ganz einfach. Die Axt. Kommt hier hin. Der Dolch kommt nach da. Der Dolch kommt nach da. Der Pfeil nach da. Der Dolch nach da. Und das nach da. So, genau. So, damit haben wir nämlich jetzt noch ein paar Sachen hier untergebracht. So, jetzt gucken wir hier aber mal. Wir müssen irgendwo. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo noch was ist. So. Also. Abgesehen davon, dass wir jetzt hier gleich auf einen Gang stoßen mit einer Tür. Und ich vermute, dass dahinter was ist. Und dann kommen wir hier hin. Da kommen wir dann an zwei Räume mit Türen. Da. Und da ist auch noch einer. So. Wir nehmen uns jetzt diesen hinteren Raum hier erstmal vor. Das heißt, ich werde jetzt erstmal wieder speichern. Ganz sicher ist sicher. Und dann werden wir den Raum aufmachen und werden hinein. Und dann haben wir gleich wieder zwei Stück.
So, so einfach geht das. Man tauscht einfach mal kurz die beiden Charaktere aus und schon funktioniert das Ganze. So, jetzt werden wir hier mal ein paar Sachen... Wir werden jetzt gleich mal hier diesen Raum ausnutzen und dafür sorgen, dass wir hier ein paar Sachen austauschen, was das angeht, dass wir nicht so viel in den Taschen rumschleppen mit von Zeug, was wir eigentlich gar nicht brauchen, weil wir es eigentlich eh nie einsetzen werden, weil alle unsere Charaktere ausgetauscht, schon ausgerüstet sind. Und wir werden dann hier so eine Art Lager machen. Das kann ich hier auf der Karte wunderbar schön einzeichnen dann. Da habe ich ein Lager hinterlassen, da sind dann noch Sachen drinne. Und wir kommen ja von unten relativ einfach auch wieder nach oben, sodass das also wunderbar funktionieren sollte. So wie wir uns das vorgenommen haben dann. Also das werden wir es brauchen, genau. So, genau. So, jetzt gehen wir hier hin. Gehen wir jetzt hier erstmal mal hier dazu. So, so hier in der Ecke machen wir ein Lager. Und zwar, die Keule, die brauchen wir nicht. Die lassen wir hier. Die Axt lassen wir hier, die zweite Axt, die eine Axt heben wir auf jeden Fall auf, aus einem einfachen Grund. Die können wir gebrauchen. So, hier machen wir noch den Dolch hin. So, aus dem Grund mit der Axt können wir den einen Zwerg ausrüsten. So, dann haben wir hier noch Klamotten. So, das heben wir auf jeden Fall auf. Gut, dann machen wir hier die Axt kommt weg. Und die Axt kommt auch weg. Die brauchen wir nicht. Das ist völliger Unsinn. Also, wir fangen mal oben an bei Livia. Also, die hat das, was ist denn das? Das ist ein heiliges Paladin-Symbol. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das behalten wir. So, das ist ein Magier-Zauberstab. Den kann aber keiner, glaube ich, einsetzen. Nein, den kann er nicht einsetzen. Die kann nicht einsetzen. Die kann auch nicht einsetzen. Also bleibt der Zauberstab hier. So, das ist das Zepter der königlichen Macht. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Rüstung brauchen wir nicht. Die bleibt hier. Die Axt bleibt auch hier. Und der Helm. Hier hat jeder einen Helm. Also können wir den Helm hier lassen. So, die Rolle. Wir drehen uns mal kurz nach rechts. Die Rolle legen wir mal hier hin. Da gucken wir gleich durch. So, der Trank, den packen wir auch mal hier hin. Den nehmen wir nämlich noch mit. So, sie bekommt hier auf jeden Fall nur die Symbole und die Schlüssel. Der Edelstein im Übrigen ist ein Schlüssel. In einer der höheren Ebenen könnte man den benutzen. Hier unten halt natürlich halt ein nicht, das bringt das nicht. So, hier haben wir noch eine Rolle. So, dann haben wir Ränke. Packen wir mal hier hin. Lebensmittel werden auf einen anderen Charakter verteilt. Dann haben wir hier eine Magierrolle. Kleriker. Das packen wir mal hier hin. Da haben wir dann auch noch Rationen. Obwohl, die Rationen könnten wir eigentlich bei ihr unterbringen. Genau. Machen wir auch so. Die Zauberrollen lasse ich hier. Also vor allem die Magierrollen, weil die nützen mich momentan nicht. Weil ich habe keinen Magier, der 1, 2, 3, 4 dahinter. 1, 2, 3, hier. Wir haben keinen Magier momentan dabei, deswegen nützt uns das nicht. So, hier haben wir wieder ein paar Waffen, die wir nicht brauchen. Waffen. So, das packen wir mal hier hin. Den nehme ich gleich wieder hoch, aus einem einfachen Grund. Mal wie das. So. Waffen, das, der Schild bleibt. Der Dolch, der geht bei Olivia in die Backplate. So, hier haben wir zwei links, so, die bleiben da, die Waffe bleibt auch hier, die Eier, die Rolle geht hier hoch, so dahin, so, das nehmen wir auch mit. So, die Knochen nehme ich aus einem einfachen Grund mit, wenn ich nämlich mit meiner Klerikerin Untote erwecken habe, also nicht Untote, Tote erwecken habe, dann kann ich damit dann im Endeffekt dafür sorgen, dass wir diesen Charakter wiederbeleben können. Das ist der
Das ist der Paladin, den wir, das ist ein Symbol, wir da mit uns rumschleppen. So, ich habe jetzt gerade mal, so. Gerade mal das Lager mit Ausrüstung. So, das habe ich mir jetzt auch mal aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse. So, dann machen wir hier weiter. Das ist das Kettenhemd, nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Zauberstab lassen wir hier. Die Lederrüstung lassen wir hier. Die Lederrüstung lassen wir auch hier. Das Symbol nehmen wir mit. Den Trank stellen wir hier hinten hin. Magierrollen nehmen wir nicht mit. Klerikerrollen werden hier vorne gesammelt. Waffen nehmen wir nicht mit. Proviant packen wir mal kurz hier hin und Tränke nach da hinten. So. Dann haben wir hier wieder ein paar Magierrollen, die wir gebrauchen. Ein Trank. Magierrolle, Magierrolle, Magierrolle. Noch eine Magierrolle. So, und schon sieht unser Inventar ein kleines bisschen anders aus. So, was haben wir denn jetzt hier? Also kritische Wunden heilen können wir auf jeden Fall brauchen. Gebet, das packen wir mal hier runter. Das ist nicht ganz so interessant. Was haben wir hier? Segen können wir auch hier unten lassen. Schwere Wunden verursachen. Ja, das klingt schon mal nicht schlecht. Die packen wir mal hier hoch. Schutz vor Bösen packen wir hier runter. Gebetsrolle haben wir hier unten schon mal eine. Dann packen wir die nach da. Und was haben wir hier? Stärkungsrolle, die packen wir hier hin. So, haben wir hier. Person festhalten, die können wir hier unten hinpacken. Magie bannen können wir hier unten hinpacken. Schwere Wunden heilen packen wir hier oben hin. Schutz vor Bösem, 3 Meter haben wir hier unten. Obwohl, wir packen das mal, machen das mal so. Also die und die und die ist nicht ganz so wichtig. Was haben wir hier? Magie entdecken. Person festhalten. Gut, also dann haben wir hier oben 4 Rollen, die interessant sind. Und dann packen wir die jetzt noch, doch noch hier rein. Das hat ja genug Platz. Zumindest für die Rollen. So, genau. Gut. So. Dann kriegt er hier, hatten wir schon mal jemanden für die, den Proviant hatten wir schon jemanden, ja. Die Tränke hatten wir hier. So, dann machen wir hier mal zack, zack, zack. Machen wir mal die ganzen Tränke rein. Aber ich werde gleich mal durchgucken, welcher Trank davon gut und welcher böse ist. Also hier haben wir einen Heilungstrank. Hier haben wir einen extra Heilungstrank. Hier haben wir einen Heilungstrank. Hier haben wir einen Giftheilungstrank. Den heben wir natürlich ganz besonders auf. Das sind die Gifttränke, die kommen hier raus. Die nehmen wir Trank genommen. Da weiß ich nicht, was das für einer ist. Oh, was haben wir da? Schnelligkeitstrank. Den packen wir hier in die Mitte. Da haben wir einen Riesenstärketrank. Das ist gut. Das ist ein Giftheilungstrank. Da haben wir einen zweiten von. Und das dürfte der dritte. Dann ist der Extraheilungstrank. So, gut. Dann machen wir das hier hin. So. Und der Schurke bekommt, passt ja zu ihm, die beiden Gifttränke. So, und dann nehmen wir hier noch die Eier, die packen wir auf den Zwerg. Die Eier können wir nachher nämlich noch gut brauchen, soweit ich weiß. Wenn mich nicht alles täuscht und ich mein erstes Durchspielen jetzt nicht gänzlich verbocke, ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, später mit diesen Vogelwesen zu verhandeln. Und entsprechend dafür zu sorgen, dass sie uns in Ruhe lassen, wenn wir ihnen die Eier geben. Da bin ich mir aber nicht sicher, aber ich nehme sie jetzt erstmal mit. Eier sind immer gut. Weil wir kennen ja schon den Spruch, Eier, wir brauchen Eier. Gut, gut. So. Ja, gut. Also, weiter geht's. Jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen Ordnung gemacht. So, und jetzt geht's hier aus und wir gehen weiter. Gut. So, die Tür lassen wir auf. So, wir nehmen uns jetzt als nächstes diesen Raum vor. Ich weiß zwar nicht, ob das eine gute Idee ist, weil der Raum ist doch, na, obwohl so groß ist er nicht, aber wir nehmen ihn uns trotzdem vor. Es war keine gute Idee. Okay, gut, wir müssen es trotzdem machen. Zack. Thank you.
Da geht uns doch echt mittendrin die Munition aus. Das ist doch echt zum Mäusemelken. So, ich glaube, unsere Jägerin hatte die... genau, unsere Jägerin hatte die entsprechenden Sachen, was die... ja, genau. So, aber wir haben, eins haben wir festgestellt, das finde ich sehr gut, dass das nämlich mit diesem Stab wunderbar klappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, wir können den Stab wunderbar nutzen, um dann unsere notfalls einen Charakter auszutauschen. Sehr schön, das freut mich, das passt, so wie ich es mir gewünscht hatte. So, wenn wir hier mal gucken, hier sind wieder ganz viele Eier. Dann die eins zurück, so, da, eins und zack, zack. Dann haben wir hier noch ein und dann haben wir jetzt hier noch zwei Pfeile. So, die Eier hier lasse ich jetzt aber liegen. Auch auf die Gefahr hin, dass aus diesen Eiern eventuell Gegner schlüpfen könnten. Und ich glaube, so weit war das Spiel damals noch nicht, dass die im Nachhinein Leute rausholen. Aber wir kommen hier echt relativ gut voran. Also wir haben jetzt schon eine ganze Menge vom Level 6 abgedeckt. Wenn wir so weiterkommen, wie wir bis jetzt vorangekommen sind, haben wir heute schon mal den oberen Teil des Level 6 hinter uns. Nein, wir wollen nicht den Spielstand laden. Wir wollen den Spielstand speichern. Weil ich habe jetzt nicht vor, den Kampf nochmal zu machen. Den haben wir gerade mit Mühe und Not überstanden. So, dann gehen wir weiter. So, nächste Tür. Der Raum ist ein bisschen verwinkelt. Deswegen werden wir hier mit Sicherheit auch auf ein paar von denen treffen, sage ich doch. Und das sind sogar gleich vier. Heiliges Kanonenrohr. Huh, das war knapp. Das war sehr knapp. Und bevor wir hier irgendwas passiert, schnell mal speichern. So, aber das war ein sehr, sehr, sehr schwieriger Kampf. So, aber wir haben es überstanden und das ist das, was wichtig ist und was zählt. So, dann kriegst du den Stein und den Stein. Ist jetzt egal, wer welche Steine kriegt. In dem Fall Steine werfen ist immer gut. Zack und zack. So, jetzt geht's zwei zurück. Zack, zack und zack. Und noch ein. Und jetzt geht's wieder ein vor. Ja. So, und jetzt kriegt der hier seine Waffen in die Hand gedrückt wieder. Zwei Pfeile haben wir hier noch. Oh, drei, vier. Ja, wir müssten eigentlich noch fünf Pfeile haben, aber ich schätze mal, ein Pfeil ist wahrscheinlich zu weit geflogen. Genau, da ist er. So. Und die letzten zwei Waffen gehen jetzt an unseren Zwergen hier. So, wir gucken uns hier mal um. Da ist ein Ei. So, gut. Das heißt, wir machen sie nach hier oben wieder. Ihn machen wir auf Haus ruhen und dann machen wir aus. Und dann haben wir im Endeffekt auch diesen Raum abgehakt. Das heißt, wir gehen jetzt zurück in die große Halle. Und in der großen Halle, da haben wir eine Besonderheit, die ich schon festgestellt habe. Die Frage ist natürlich jetzt nur, kommen wir von da aus dahin, wo wir hinwollen?
Gut, aber wir gucken es jetzt einfach mal an. So, wir sind jetzt da und jetzt kommen wir wieder in die große Halle. So, und wenn wir jetzt hier in der Mitte gehen, dann ist entweder auf der oder auf der Seite. Nein, auf der Seite. Ist. Ah, das ist die Fall. Das war die falsche Seite. Hier war das so. Zack, genau hier. So, hier haben wir nämlich ein paar von unseren Toren. Eins. Zumindest eins. Ja. Ah, da kommt schon wieder einer von diesen komischen Viechern. Das finde ich überhaupt nicht gut. Komm her. So, Thema gegessen. Spinne. So, zack, zack, so, zack, zack, zack. Eins vorgehen. Zack. Und zack. So, okay, gut. Das ging ja relativ gut. So, da haben wir nochmal einen Stein, den nehmen wir mit. So, das heißt, hier haben wir ein Portal. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Wir haben das große Amulett, das ist hier oben. Wir haben das kleine Amulett, das ist hier unten. Und wir haben den Dolch. Also das ist nicht das Portal, wo wir dazu Zugang haben. Okay. Dann bringt uns das natürlich nicht viel. Aber wir haben es gesehen. Wir haben gesehen, dass wir hier eine Tür haben. So. Und ich muss euch jetzt mal gerade ganz kurz alleine lassen. Ich lasse euch mit dem Bildschirm da. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Manchmal ist es einfach so, da ruft die Natur um ihr Recht und die Natur hat jetzt um ihr Recht gerufen und deswegen musste ich jetzt bei dem Recht gerade mal nachfolgen. Gut. Das ist das Gute, wenn man eine Videospielfigur ist, da passiert das nicht. So, wir werden jetzt diese Tür öffnen und da haben wir auch schon die Gegner. Gut. Und wieder. Also, hätte ich das mal gewusst, ja, was man hier ja, wie heißt's, an Lebensmittel bekommt, nicht schlecht, nicht schlecht. Also, das muss man mal sagen. Also, die schleppen ganz schön eine Menge Zeug mit sich rum. So. Gut, dann gehen wir wieder hin. Zack. Eins, zwei. Eins nach vorne. Stein brauchen wir nicht. Dann machen wir hier noch einen Pfeil. Zack, dahin, noch eins vor, den machen wir wieder hier hin und dann machen wir hier noch ein und hier noch ein. So, jetzt kriegt jetzt hier volle Pfeillast. Im Endeffekt, warum auch immer, ich irgendwie jetzt weniger Dolche habe als vorher. Fällt mir gerade so auf. Okay, gut, ist halt so. Gut, so, die beiden tauschen wir wieder. So, in diesem Raum ist jetzt was ganz Besonderes. Eigentlich sollte in diesem Raum irgendwo. Also eigentlich sollten hier geheime Wände sein. Ich verstehe noch nicht, dass wir hier die Wände nicht finden. Gut. Gut. Dann gibt es hier eben keine Secret-Wände. Der Nachteil ist aber. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Also wir sind jetzt auf der Seite. Die Tür. Also müssen wir nach da. Und dann gibt es hier einen Gang. Sehr schön. Genau, hier gibt es einen Gang. Dann gehen wir mal hier durch. So, dieser Gang ist sehr interessant, denn der macht so eine.
Habt ihr gesehen, wie fies man hier angegriffen wird? Das ist ja mal ganz fies. Jetzt bitte ich mal, würde mich mal interessieren, was passiert, wenn wir der Klerikerin noch einen Stein in die Dings geben. So, wir nehmen hier mal 2, 4 Rollen raus, packen hier unten Steine hin. Die machen wir hier bei unserem Gurken rein. Ich weiß, da habe ich sie vorhin gerade erst rausgeholt, aber... Okay. Aber der Vorteil ist, da kann man jetzt ein paar Steine austauschen. Weil rein theoretisch, ich weiß jetzt nur nicht, ob das funktioniert, müsste es gehen, dass wenn wir ihr hier jetzt Steine reinpacken, die dann diese Steine später nutzt. So. Zack, da haben wir jetzt noch einen, das sind 4. Dann machen wir dann hier oben noch eine rein. So, so und so. Oh, dann müssten wir mal gucken. So, das war's. Mehr haben wir nicht. Aber ist ja auch in Ordnung. Wir haben ja jetzt alle wieder ausgerüstet. So. Also das ist eine ganz fiese Aktion. Wenn wir da drauf treten, kommen von da Dings. Okay. Ah, da kommen noch mehr Pfeile. Spitze. Echt spitze. Wunderbar. Ja, so ist das eben. So. Wir nehmen trotzdem. Ja, obwohl die Pfeile können wir eigentlich hier lassen. Die sind eigentlich nicht so interessant. Das ist gut, dass ich das jetzt rausgefunden habe. Jetzt kommt noch eine zweite Salve. So, jetzt sind wir da. Jetzt kommen wir. Au! Hey, das ist aber fies. Das war so nicht abgesprochen. Gut, dann müssen wir jetzt hier erstmal ausruhen, weil der arme Kerl geht uns sonst drauf. Weil er. Ja, genau. So. Das war so nicht abgesprochen. Ich hatte da eine ganz andere Vereinbarung mit dem Programm getroffen. Nein. So, gut. Oh, jetzt dürfte aber wirklich hier alles fertig sein. So, jetzt bin ich da. Jetzt kommen wir hier. Jetzt, wenn wir in den Gang noch runterlaufen, machen wir um die Ecke, dann sind wir in einem großen Raum. Ich weiß noch nicht, was in diesem Raum ist, deswegen... Ah, Moment, was ist denn da? Was? Silberwarenständer. Seid ordentlich. Okay. Das ist interessant. Ah, Moment. Ah, wir brauchen hier etwas, was wir reinlegen. Aber was zum Henker legen wir da rein? Also ich weiß, was hier passieren müsste, was aber jetzt nicht passiert. Nämlich hier ist auch eigentlich ein Durchgang. Also wenn wir jetzt hier durchgehen, hier könnten wir durchgehen. Silberwarenstand seid ordentlich. Was? In the place where... Ah, in welchem Flur sollen wir die denn legen? Ah, Moment. Wie viele Eier haben wir dabei? Hier, wir brauchen noch ein paar Eier. Gut, also hier kommen wir jetzt nicht weg. Aber jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin, wo wir hinwollen? So, genau. Ups. Seite vor. Weg. So. Wir müssen jetzt doch nochmal auf die andere Seite rüber. So, wir sind hier. Wir gehen jetzt hier rüber. Nein, Moment, falsch. So, da, zack. Und dann laufen wir hier rüber. Laufen in den Gang rein und holen uns Eier. Wir brauchen 10 Stück. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Hier noch 5 und dann haben wir sie. Ich muss die irgendwo in einen Gang legen. Ich weiß nur noch nicht in welchen. Und dann verschwinden die Bälle. Die Frage ist, welche? 1. Okay.
eine Vermutung, welche Gänge das sind. So, 2, 4, 6, 8, 10. Stimmt, wir haben 10 Stück. So, jetzt gucken wir mal. So. Hier lang. Da, da. Gehen wir mal hier hin. Gucken wir mal, ob das hier ist. Ah! Sehr schön. Und was nützt uns das jetzt hier? Ah, da haben wir eine helle Bade. Eine helle Bade. Sehr schön. Genau, genau, genau. Das ist diese helle Bade. Die funktioniert mit diesem Charakter gut. So, jetzt ist nur die Frage. So, machen wir so. Fertig. So, okay. So, meine Frage, kann der die auch? Ja, der kann die auch. Sehr schön, dann weiß ich, wie ich das mache. So, jetzt machen wir das so. Und nehmen hier mal die Eier wieder weg. Interessiert mich nämlich, ob wir damit auch in den anderen Raum reinkommen. Also, ob wir da auch die anderen Bälle wegmachen können. Das wäre mir natürlich sehr wichtig. Aber das war das, was ich gesagt hatte. Ich hatte hier ja gesagt gehabt, hier sind eigentlich Secret Walls, aber wir kommen hier nicht durch. Und das war etwas komisch gemacht. So, aber jetzt gehen wir mal hier hin. Ah, zumachen. Das ist schon mal eine sehr gute Idee gewesen. So, wir machen jetzt aber... Ah, nee, doch nicht. Ja, und da ist schon der nächste Kampf, den wir haben. Und das sind gleich ganze vier, das wird also richtig übel. So, den ersten haben wir weg. Jetzt haben wir aber leider nur noch drei Leute, die kämpfen können, momentan. Gut. So, jetzt will ich mal gerade was gucken. Ah, sehr gut. Es hat funktioniert, so wie ich es mir gedacht habe. Dadurch hatte sie jetzt natürlich wesentlich mehr Munition. Und wir haben jetzt gerade wieder Besuch von unserer Katze. Was willst du schon wieder, was willst du sagen, kleine Maus? Hm? Hat Papa wieder einen hohen Zucker oder einen niedrigen Zucker? Passiert einfach. Ist alles gut, Knuppelchen. Du musst da keine Sorge haben. Ich glaube, der Papa weiß das, wenn dann schon. Ja. Sie ist da manchmal ein bisschen so, dass sie sich zu viele Sorgen macht. Aber das macht sie aber auch aus. Und deswegen lieben sie mein Mann und ich auch so. Deswegen gibt es ja auch die Hommage von Kistenkarte an die Katze. So. Ja, jetzt natürlich interessant zu wissen, ob man mit den Pfeilen, weil ich glaube, das funktioniert nur mit den Dingen, die geworfen, also die eine Schleuder oder so haben, weil sonst hätte ich gesagt, ja, warum nicht, man packt noch mehr rein. Mino, ich habe jetzt leider gerade keine Zeit für dich. So leid mir das gerade tut. Ja, ich weiß, das gefällt dir nicht und das kann man jetzt auch nicht ändern. So, das packen wir wieder rüber. Da wird sie gerufen. So, da haben wir noch einen Stein. So, dann haben wir hier noch einen Pfeil. Was steht da? Immer rundherum. Ah, okay. So, jetzt machen wir aber hier trotzdem erstmal schnell ausruhen. Und hoffen, dass wir das überleben. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Ich bin jetzt in diesen Raum gegangen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal rundherum und kriegen
So, auf jeden Fall speichern, weil der Kampf, den Kampf nochmal machen, das wird, wäre auch wieder übel. Deswegen, weiter geht's. Zack. Zack. So. Da ist ein Schloss, aber wir haben keine Schlüssel. Da ist kein Schloss und da ist auch kein Schlüssel. Aber ich weiß, dass da eine Wand ist, die da nicht hingehört. So. Jetzt müssten wir natürlich wissen, wie wir an diesen Schlüssel rankommen. Okay. Gut. Das nützt uns natürlich da nichts, wenn wir diesen Ding hier nicht wegkriegen. So, der passt nicht. Und der kriegt es nicht auf. Nee. Gut, dann können wir da nichts machen. Gut, dann müssen wir erstmal die Schlüssel suchen. Aber wir wissen, dass wir hier einen Durchgang haben. So, das heißt aber jetzt, wenn wir hier hintergehen, gucken ganz nach hinten durch. Gut, da ist nichts. So, dann gucken wir mal hier. Ah, hier ist eine Tür. Wir machen die Tür auf. Wir gehen hinein. Und zack. Ah, okay, da sind wieder... Ah, interessant, interessant. Das ist... Okay, okay, okay. Ein Versuch war es wert. Mal gucken mal, wie es hier funktioniert, wenn wir die hier reinlegen. Ah, da ist noch. Einmal hier hin. Ah ne, da wollte ich ja nicht hin. Wir wollten ja hier hin. So, mal gucken, was passiert, wenn wir dann kämpfen das nächste Mal und entsprechend. So. Haben wir da irgendwas stehen? Nein, da haben wir auch nichts stehen. Einmal rundherum. Sehr schön. Ah, da geht's runter. Okay. Gut. Also hier geht's runter in die nächste Ebene. Und wir kämen dann in die Ebene 7. Und zwar auf... Moment, jetzt müssen wir gerade mal gucken. X. X5 wäre down to X6. Ah, okay. Ah, da kommen wir nicht runter, da kommen wir in einen zweiten extra Raum. Sehr interessant, sehr interessant. Also in eine Zwischenebene so ungefähr. Aber wir gucken uns jetzt erstmal hier an, was hier ist. Ah, das ist, wenn wir von da runterfallen, kommen wir von da wieder hoch. Genau, genau. Ich will mir die Ebene aber erstmal vorher angucken. Und bevor wir da runterspringen und uns das ganz bös misslingt, da ist nämlich dasselbe auf der anderen Seite, will ich erstmal gucken, ob die Türen von außen aufgehen oder ob man die eventuell vielleicht nur von innen öffnen kann und wir dann da runter müssten. Das wäre natürlich auch sehr interessant. So, die Türen kriegt man nur von innen auf. Genau, okay, gut. Aber das ist das, wo wir von oben runterkommen und gut, okay, also machen wir das jetzt ganz einfach. Wir nehmen, also da geht's runter. Ich muss jetzt gerade mal gucken, damit ich die richtige Seite als erstes nehme. Da geht's runter und wir gehen auf die Seite, also hier rüber. Gut, so, 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 so. So, jetzt speichern wir hier. Das, falls wir runterfallen und dann nicht nochmal von vorne anfangen müssen. So, und jetzt springen wir hier runter, sind hier und haben einen Schlüssel. Sehr schön. Wunderbar. So habe ich mir das gedacht, dass man hier runterfällt, einen Schlüssel kriegt und alles ist gut. Und jetzt machen wir das Ganze auch nochmal auf der anderen Seite. Natürlich mit der Voraussetzung, wir sind jetzt nach da gegangen, wir gehen jetzt nach da, dass wir hier vorher speichern wieder. Grund, falls wir runterkommen und da ist es anders als bei der ersten Tür, haben wir zumindest schon mal die erste Tür hinter uns. Gar nicht so schlecht, also das kriegen wir hin. So 20 Minuten haben wir noch. Dann gucken wir mal. So, runter. So, da haben wir wieder einen Schlüssel. Das ist der zweite dieser Art. Sehr schön. Zwei Schlüssel können wir immer gut gebrauchen. Das ist gut. So, jetzt haben wir die Frage natürlich, wofür sind diese Schlüssel gedacht. So, erstmal machen wir jetzt hier eine Ausruhrunde. So, gut. Ich kann mir vorstellen, dass das in dem Raum 11, wo die Zwergen durchgängig sind. Das Problem ist natürlich, wir hatten weiter hinten, glaube ich, noch eine Tür, wo ein Schlüssel gefehlt hat.
Die Frage ist, bringt uns das was? Mal gucken, x3 führt zu Level 7x1, das wäre hier. Na gut. Dann wären wir hier. Ja. Dann kommen wir aber auch nicht weiter hin, wo wir hin wollen. Aber wir kommen von da nach da. Sehr schön, sehr schön. Ja, 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 ja. Aber wir gucken einfach mal. So, da sind wir durch. So, jetzt sind wir wieder zu weit. So, da. Ich will nach da. So, wir gehen hier rein. Kommen hier hin. Und probieren hier einfach mal. Sehr schön. Den haben wir auf. Aber sonst da war nichts. Okay. Ah, jetzt ist da ein Schlüssel. Muss ich das jetzt verstehen? Moment. Okay. Ah. Nö. Interessant. Wir haben jetzt einen Raum, in dem wir nichts gemacht haben, nichts tun können und nicht weiterkommen. Ah, doch, da. Passt nicht. Kannst du den öffnen? Nee, kann er auch nicht. Komisch. Dies ist jetzt natürlich sehr ungünstig. Weil ich weiß jetzt nicht, wo wir den letzten Schlüssel herkriegen sollen. Aber wir probieren jetzt erst nochmal die andere Tür. Und wenn das auch nicht funktioniert. Also wir hatten ja hier noch diesen Gang mit den... Nein, so. So, mit den Schaltflächen. Ah, da wollte ich ja noch ein paar mitnehmen. Eins, zwei, drei. Und da eben noch. Oh, er hat keinen Platz dafür. Dann packen wir den mal nach hier. Ah, nee, brauchen wir nicht. Packen wir hier. Sehr schön. So, zack. Gut. Okay. Gucken wir mal, was. Oh, wir könnten. Das könnte natürlich, ich probiere es einfach mal. Das könnte natürlich sein, dass das die. Gucken wir es einfach, rein theoretisch. Könnte es funktionieren, dass wir. Ups, das Ei wollte ich jetzt natürlich nicht werfen, obwohl interessant, man kann Eier werfen. Funktioniert nicht. Gut. Die kann ich nicht benutzen. Die kann ich nicht benutzen. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir... Ah! Sehr interessant. Sehr interessant. Da haben wir einen Schlüssel. So, wir sind jetzt 3 nach da. Gut. Also, sehr schön. So viel zum Thema ordentlich. So. Also, wir sind jetzt da. Das heißt da. Das heißt, wir machen jetzt noch einen in die Richtung. Und noch einen in die Richtung. So, jetzt haben wir da. So. Jetzt gehen wir einen nach da. Juhu, juhu, wir haben einen Durchgang gekriegt, den wir vorher noch nicht hatten. Ja!
Sehr schön. Oh, nicht schön, nicht schön, nicht schön, gar nicht schön. Ich guckte und plötzlich stand dieses komische Vieh vor mir. So. Jetzt wissen wir auch, warum wir so viele Pfeile haben. Aus einem einfachen Grund. Damit können wir diesen Durchgang öffnen. Wunderbar, interessant. Sehr gut zu wissen. So, zack und zack. Weil hier sind, ich zeige es jetzt gerade bei meinem Mann, hier sind ganz viele Dinger. So, ich bin hier. Also ich stehe jetzt hier, an diesem Punkt. Warum ist das ein X? Das X heißt, das ist eine geheime Wahl. Das heißt, wenn ich jetzt da in dieses Ding so einen Pfeil einlege, dann geht die Wand weg. Dann die Wand, dann die Wand, dann die Wand, dann die Wand, dann die Wand und immer so weiter. Oh mein Gott. Deswegen stand da, seid ordentlich, weil natürlich durch das Treffen mit diesen Pfeilen natürlich ganz viele Pfeile kriegt. So, das die Sache ist, dadurch, dass ich die jetzt gekriegt habe, so, da kommt der Stein hin. Und die bekommt wieder den Pfeil. Erstens mal habe ich dadurch zum Beispiel den hier bekommen. Den weiteren Schlüssel. Der gehört aber natürlich nicht dahin. Der gehört hier hin. So, und dann haben wir da einen Ring. Die hat, glaube ich, schon zwei Ringe. Dann kriegt er jetzt den Ring. So. Weißt du, was der Ring bewirkt? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, was die Ringe bewirken. Oh. Mal gucken. Wir sind da. Das heißt, wenn ich jetzt da drauf drücke, geht die Wand weg. Sag ich doch. Komm her. Komm her. Ich mach's platt. Zeig dir den Hammer. Hol die Eier kriegen. Dann ziehst du mal Lebensball. Also musst du draufhauen, bis er tot, bis er verschwindet. Das ist ja doof. So. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er tot. Doof. Ja klar ist das doof, aber so waren die Spiele früher. Das ist ja, deswegen heißt das Ganze auch Retro-Game. Weil ich game Spiele, die heute kaum noch einer mit der Beißzange anfassen würde, auf gut Deutsch gesagt. Der Vorteil ist aber, die Spiele machen wirklich relativ viel Spaß, weil man halt die alte Optik, das war früher halt unser, so habe ich mit Spielen angefangen. Das waren so Spiele, die habe ich früher gespielt. Hier war Wolfenstein. Ja, ja. Aber selbst das war ja ein Spiel, was jetzt nicht unbedingt... Weil das ist gelogen. Mein erstes Spiel war eins von diesen... Flipper. Genau. Ja. Aber wie gesagt, das und sind... Pac-Man. Das sind halt so Spiele, mit denen habe ich... Das ist eine Kleriker. Flammenklinge. Oh, die ist gut. Die ist gut. Die muss ich mitnehmen. So. Das sind so Spiele, mit denen habe ich halt gelernt zu spielen. So, jetzt, warum hat der jetzt einen Pfeil weniger als der hat alle, ihm fehlen so, also dann kriegt der den Dolch, der alle Dolche hat. So, muss ich aber gleich noch mal raus. Ich habe dir was Lustiges bei WhatsApp. Jo, ah, da ist eine Tür, wir sind hier. Okay. Aber bevor wir jetzt hier weiterlaufen. Moment, da war was. Ein Dungeon. So. Ah, da ist ein Pfeil. Das ist bestimmt der Pfeil, den wir gerade eben verloren haben. So, das. Ah ja, das war der Durchgang. Genau, genau. So, jetzt sind wir da durch. Dann war das die Tür, genau, okay. Gut, wir gehen jetzt aber erstmal durch diesen Gang wieder zurück. Gucken, was passiert, wenn wir das da reinlegen. Das können wir nicht da reinlegen. Ist zu groß, was kann der Stab? Weiß ich nicht, aber wir nehmen ihn mal mit. Gut, so. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Wir hatten nämlich hier noch ein paar... Hey, seht mal, guck. Also das hilft nichts. Aber interessant zu wissen, dass man hier wieder kriegt. So, ein Dolch und ein Pfeil.
Da haben wir nämlich noch zwei Pfeile. Und die Pfeile nehmen wir mal alle mit. Und die brauchen wir nämlich alle, damit wir die verschiedenen Durchgänge öffnen können. Ja. Können wir das nachher bereden? Gut. Machen wir auch nachher. Keine Sorge. So, nee, da bin ich. Ich auch. Interessant. Dein nehmen wir trotzdem mal mit. So. Gut, dann gucken wir mal. Also, wir sind jetzt hier. Ich will jetzt 1, 2 nach vorne, 2 zur Seite. Das heißt, wir brauchen hier 2. 1. 2. Und 2 zur Seite. 1. 2. Dann sind wir da. Ah, ein Schild. Das für ein Schild? Ah, so ein Schild. Nee, brauchen wir nicht. Gut. Aber wir gehen jetzt noch hier. Und dann machen wir jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Pfeile brauchen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5 kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4 und wir nehmen den 5 und sind in diesem Raum. Gut, jetzt hoffe ich, dass wir hier natürlich auch was Gutes finden. Oh, 2 Rollen. Ah, hätte mir mehr gewünscht als 2 Rollen, aber Magieband brauchen wir nicht. Und schwere Wunden heilen, ja, können wir mal mitnehmen. Aber das ist eigentlich eher, ja, das sind so Rollen, die brauchen wir eigentlich nicht. Dafür hätte ich mir jetzt nicht den Raum aufgemacht. Aber es ist gut, wir kommen auf jeden Fall voran. Und das ist gut. Und ich würde jetzt sagen, ich will jetzt nochmal schnell zurück, da, wo wir durchgekommen sind und zu gucken, ob wir da wieder ein paar von den Sachen finden, die wir, nein, die sind noch alle da. Gut. Okay, gut. Dann, ja, dann würde ich sagen, wir haben heute viel erreicht. Ich werde jetzt nochmal, wir gehen jetzt nochmal gerade hier, ah nee, das ist der falsche Gang, da wollte ich hin, dahin. Wir gehen jetzt nochmal hier hoch. Hier gibt es nämlich einen Durchgang, eine Tür. Hinter dieser Tür bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass da was steht. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier kurz nochmal ein Ausruhen. Und dann, das ist die letzte Tür, die wir heute, oder die vorletzte Tür, die wir heute öffnen. Aus einem einfachen Grund. Ich will wissen, ob wir zu diesem einen Durchgang von X4 kommen. Das wäre nämlich dann hoch zur Ebene 5. Also ob wir da hinkommen, das wäre natürlich gut zu wissen. Aber da kommt natürlich auch gleich wieder was raus. Ja, ich bin gerade am Kämpfen mit einem Kenku. So, da habe ich gedacht, ich wechsle jetzt nochmal schnell die Seite, damit ich die, damit die Klerikerin, nein, damit die Jägerin auch noch was zu tun hat, oder die Waldläuferin. Und was passiert? Ich komme, ja, genau in dem Augenblick überlegt er sich tot ums Wein. So, das war da, wo wir hier auf diese Ebene runtergekommen sind. Da sind wir jetzt wieder angekommen. Was natürlich einen schönen Vorteil hat, dass wir jetzt hier wissen, wo wir sind. So, gucken wir jetzt nochmal zur Seite. So, jetzt gibt es erstmal hier noch ein. Auf zwei gibt es einmal. Bitte Futter machen. So, was mich allerdings interessieren würde nochmal, ich will nur für Zauber beten. Mal gucken, ob wir, da haben wir kein. Ah, da haben wir einen. Schwere Wunden verursachen, schwere Wunden heilen, Gift neutralisieren. Das ist doch genau das, was ich mir gehofft hatte, was wir kriegen. So, schwere Wunden, Dings, okay. So, Ende. Ja, ich weiß, dass wir den Zauber gemacht werden müssen. So,
Hier waren wir. Irgendwo hier rennen da noch ein paar Leute rum. Das ist da, wo wir runtergekommen sind. Und ja, wir werden jetzt aber auf jeden Fall. Obwohl, hier hatten wir doch, glaube ich, noch irgendwo diese Tür, wo wir nicht durchgekommen sind. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Eins zu weit. Gut. Ach, das war wieder mal Glück im Unglück, so ungefähr. Da hat man wieder genau gewusst, wo man hingucken muss oder auch nicht. Jetzt weiß ich nur jetzt gerade nicht, wo wir sind. Deswegen muss ich jetzt gleich noch mal gucken. So, eine ist bis hier hinten durchgeflogen. Zack, zack, zack. Wir sind in diesem Raum. Und zwar stellt sich jetzt die Frage, ja, in welchem sind wir denn jetzt? So. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wir sind da. Genau, wir sind jetzt da. So, zack, zack, zack. Sind wir an der Ecke? Zack, 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 zack. Sind wir an der Ecke? So, das ist der Raum, der da hochgeht. Und wir wollen jetzt da runter. Zack. Runtergehen. Sind wir entweder da? Ja. Da ist die Tür. Durch die kommen wir nicht rein. Dann ist hier noch eine Tür. Die hat auch kein Schloss. Okay. Gut. Gut. Oder auch nicht. Je nachdem. So, gut, dann würde ich sagen, hier wieder zurück. Ah ne, das ist der Raum. Da. Hinter den Türen sind garantiert Leute, aber wir gehen jetzt hier rein, machen hier die Tür zu, sind in diesem Raum und machen hier jetzt Feierabend. So, genau. So, hier mache ich jetzt nochmal ein Ausruhen, damit wir beim nächsten Mal, wenn wir hier starten, wieder genau da sind, wo wir hinwollen. Da mache ich mir jetzt auch wieder ein Vermerk. Wir sitzen hier. X und kleines x. Das ist, heute haben wir den 19. Genau, den 19.2. So, genau. Wir haben heute zwar keine Ebene wirklich verlassen, aber das ist ja nicht schlimm. Man muss ja nicht jedes Mal eine komplette, mehrere Ebenen hintereinander machen. Und wir haben heute sehr, sehr viel gelernt und sehr, sehr viel mitgemacht. Deswegen finde ich das toll. Wir haben einen Magier besiegt, der uns in der Quere stand. Wir haben viele Kenkus besiegt, die uns auch in der Quere standen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, der Kampf mit dem Magier, der hat mir am meisten Spaß gemacht. So, jetzt gehen wir hier noch raus. Spielende. Ja, das Spiel haben wir ja gesichert, deswegen kann man hier rausgehen. So, ja, du willst was aktualisieren, aber heute jetzt nicht. So, deswegen machen wir das jetzt mal hier rüberziehen. Moment, so, und dann gehen wir hier in den Chatting-Bereich. Nochmal kurz Absage machen, damit alles ging. Ja, es ist jetzt ein bisschen dunkler hier geworden. Hier ist es ein bisschen drüber. Ich mache jetzt die Kamera nicht ein bisschen heller, das ist ja nur zum Absagen, deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Aber erstmal, ich bedanke mich natürlich für euch fürs Zuschauen, hoffe euch wieder ein bisschen Spaß gebracht zu haben. Ihr habt auch ein bisschen was mitbekommen, was so nebenher bei mir läuft, weil mit meinem Mann geredet und so weiter und der hat ein paar Fragen gestellt. Da wie ich es immer mache, ich lade das genauso hoch, wie ich es gemacht habe. Das sieht jetzt zwar ein bisschen komisch dann aus, weil ihr ja Sachen mitbekommt, die euch jetzt nicht so interessieren unbedingt, aber das ändert nicht seine Sache. Die Sachen werden hochgeladen. Ich tue das nur noch schneiden, also schneiden großartig nicht. Ich mache das Intro davor und fertig. Gut, genau. Also, ja, wir haben die sechste Ebene fast komplett jetzt gemacht. Das sind nur noch ein paar Kleinigkeiten, die wir noch nicht gemacht haben, bevor wir runter in die nächste Ebene absteigen, in die Ebene 7. Den Abgang dafür haben wir ja jetzt dadurch, dass wir den einen Schlüssel noch gefunden haben. Das war ja wichtig, dass wir den gekriegt haben. Und mit diesem Schlüssel können wir dann das dritte Ding öffnen und können dann runter in die siebte Ebene absteigen. Und ja, das machen wir beim nächsten Mal. Das wird dann wohl am Sonntag nächste Woche sein.
Da heißt dann auch schon passend, wie ich es jetzt sage, ich jetzt schon an, der Thread dann, beziehungsweise nicht der Thread, der Titel dann ab in die 7. Ebene. Und da kommen wir dann, denke ich mal, auch sehr, sehr gut voran. Und ich freue mich schon drauf. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.